Na, da probieren wir mal. Kann man zumindest mal machen. Das ist jetzt nicht so nervig wie so manch anderer Skin. Ja, das war. Oh Leute, ich bin so heiß, ne? Ich hab eine Jacke an und mir ist voll warm. Ich glaube, ich mach mal Fenster auf. Ja, Jacke ausziehen ist jetzt keine Option. Deswegen mach ich das Fenster auf, damit mir wieder kalt wird. Mit Jacke. Das ist richtig. Oh, wir dürfen mal wieder angreifen, das ist ja schön. Wir haben auch neue Leute. Das wird sich noch rausstellen, ob das schön ist. Im Chalet. Terrible Boy und der Quombulation. Na, mal sehen. Der Terrible Boy, ja. Sag bitte. 204. Alter, der hat schon wieder so ein Trollbild. Die haben beide so ein Trollbild. Alle diese schwulen Frosch da unterwegs sind. Das ist immer irgendwas nie in Ordnung. Ja. Oh, der Jockey 4 hat aber ein schönes Ella-Bild. Jockey 4. Der Gegner. Ja. Wer drauf steht, ne? Oliver, warum atmest du auf einmal so schwer? Was ist denn da los? Er fragt sich auch, ob es ein Kommentar würdig ist oder nicht. Oh. Das ist tiefer verzweifelter Seufzer. Level 30 und Level 42 haben die beim Gegner. Das heißt, die Platin-Affen spielen mit dem Smurf. Ja, das wird sein. Das haben wir oft genug schon erlebt. Und dann machen plötzlich Level 12 oder so. Die machen aber so abgefuckten Scheiß. Die rückwärts, Salto vorwärts und. Na gut, Level 12 darf es ja nicht sein, aber Level 30, ne? Ja, ja, gut, ist richtig. Nicht Kaffera. Na, dann wollte ich doch mal. Auf die Plätze, fertig, los! Das ist die Frage, viele spielen halt zuerst im Schlafzimmer, ne? Nee. Das werden die nicht tun. Die sind Level 30, das machen die nicht. Willst du Thatcher oder Thermite? Oder willst du was ganz anderes? Er will seine Waifu Ying spielen. Ja, oder sogar Bug wegen einer Granate durchs Loch werfen oder so. Dann mach. Ich schmeiß dir gleich eine Granate durchs Loch. Oh, Bug macht das schon. Der Terrible Boy. Ich glaube nicht, dass der das macht. Nein, der spawnt gleich ganz woanders, rennt irgendwo hin, will gespawnt pieken, das war's. Ja, sicher. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um Yippie! So wird's sein. Ich bin hier schon in der Garage. Wir sind nicht in der Garage. Küche. Direkt. Scheiße. Küche spielen die auch so oft, ich verstehe das nicht. Kitchen. Ja, ich finde ihn aber richtig scheiße, den Spot. Also ich greife den weder gerne an, noch verteidige ich ihn gern. Also das ist irgendwie, der ist immer scheiße irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht haben wir nur noch keinen ordentlichen Weg gefunden, wie man ihn so richtig verteidigt. Ich kann nicht reinfallen, was ist denn für ein Scheißspiel? Ich glaube, von der Haupthalle reinpushen ist wahrscheinlich schon das Beste. Muss man halt vorher die Haupthalle irgendwie so gesichert kriegen. Puls ist aber echt eklig. Ja, den können wir jetzt echt nicht gebrauchen, ja. Boah, scheiße, falscher. Also vielleicht Kackraum rein, oben ein bisschen clearen und dann durch die Haupthalle reinpushen, irgendwie sowas. Den falschen Spot geholt, ey. Jedes Kackraum Mal. Rein ist schon immer eine gute Idee, würde ich sagen. Da sind wir ein bisschen weiter weg, da sind die nicht so konzentriert, die Gegner. Sagst du so, zwei waren nicht auf dem Schirm, ne? Irgendwo fliegen sie hier rum. Kackraum ist sauber. Jawohl, Sir! Hä? Unter uns? Ach ne, der Terrible Boy ist da rein. Ich hatte gerade harte FPS-Drops gerade. Kamera in der Haupthalle ist weg. Lademagazin! Oh Gott. Wurde entdeckt, das finde ich aber nicht schön. Ich auch, hier draußen auf dem Flur sogar. Da ist die Valkyrie. Cam. Hab sie. Die war da oben, Adi. Ja. Oh, was ist denn da los? Puls. Jäger habe ich. Wieder entdeckt. Wieso wird schon wieder entdeckt? Hier muss noch mehr sein.
Sehe aber nichts, ey. Hier ist noch eine Kamera, Leute. Spielen wir es seit gestern oder was? Puls rennt hier immer noch irgendwo rum. Ich hab's von dir sauber voll, wa? Vorerst. Bakery ist in der Küche. Ich hab die Luke aufgemacht. Setze Drohne ein. 50 Sekunden noch, Leute. Wurde entdeckt, das gefällt mir aber gar nicht. Einer ist da um Ping, Vakri um Ping. Um Gang hier ist Puls. Vakri ist tot. Es bleiben noch 15 Sekunden. Nur noch ein Gegner. Ich hab einen Puls. Nein! Tesla Maestro hinten, im Trophäenraum. Alter! Ich plante hier. Au, 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 push nicht so, push nicht so, wir haben Zeit. Aber nicht, scheiße, ich bin tot. Die Kamera hinter mir. Oh, fuck mich auch. Wo war denn die? Ach, da oben, scheiße. Oh nein. Ich hab die schon gesucht, als du geplantet hast irgendwie, aber hab's nicht gefunden. Ich hätte den haben müssen, hör mal. Die waren beide hinten im Raum. Puls kam die Tür rein, der hat mich weggeholt und dann ist direkt vor mir ist der Maestro. Direkt vor mir. Ich wusste der Maestro, nicht, wo die scheiß Kamera ist. Würde ich sagen sollen, von wo die Schüsse kommen. Ich wusste nicht von wo, ihr wurde nur von hinter mir. Du warst ja auch direkt hinter mir, deswegen hättest du ja eigentlich sehen müssen. Hinter mir wäre ja eine Ansage gewesen. Ich hatte keine Ahnung, wo das Ding ist. Null. Ja. Wenn du hinter mir gesagt hättest, wäre es klar gewesen. Dann wäre ich ein Stück zurück und hätte die wahrscheinlich auch gefunden, aber ich dachte, die wäre in der Küche vielleicht oder keine Ahnung. Ja, ich wusste nicht, von wo sie genau kommen. Ich war ja nur am Planten. Du siehst doch die Schussmarkierung. Ja, aber nur grob. Ja, aber hinter mir oder vor mir, das weiß man doch. Was aber trotzdem doof ist, ist der, was hat mir der so ein Idiot da Ibana weggenommen? Ich finde es ehrlich gesagt, mit der neuen Planzeit ist das Ding einfach zu stark. Ehrlich, sorry. Mhm. Es kann nicht sein, dass der alleine einen ganzen Operator downbeageln kann. Mit der Kamera. Während du plantest. Dann hast du noch push nicht. Wenn ich gepusht hätte, wäre ich wahrscheinlich aus der Reichweite von der Kamera gewesen. Ja, wie man's macht, macht man's falsch. Ja. Das ist unnötig verloren, das da, ey. Ja. Fuck. Mich ärgert das auch jetzt. Hätten wir gewusst, wo die Kamera ist, hätte einer sie bewachen können. So. Weißt du, dann... Keller. Ja, ich hätte die wegholen können, während du plantest. Mann, ey. Oh nein, sie haben Castle, verdammt. Ich hab gerade erstmal eine harte Bremse gemacht, weil mich Mossi war. Noch 10 Sekunden. Das habe ich so genug verarscht, jetzt parke ich mir meine Drohne. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Das ist ein Killhole, Vorsicht! Na, die haben einen Active Bandit, da werden wir doch nicht durchkommen. Elektronik-Scanner sucht. Ja, mir ist es egal, wir können es probieren. Das ist aber nur auf einer Seite, ne? Der weiß schon warum. Klapp, klapp. Gunnar? Ja, probier's mit Hibana, weil Hibana-Ladung vergeuden ist nicht so schlimm. Ich bin nicht Hibana. So. Ja, was weiß ich, wo der wieder rumfliegt. Mach mal die linke Seite. Ah, jetzt haben sie, okay. Jetzt haben sie beide. Nimm sie mal weg. Ja, sind beide kaputt. Zeit, eine neue Tür zu sprengen.
Ach, fuck. Na ja, komm, scheiße. Was war's schon wieder? Jetzt kümmern wir uns mal um die Kielwand. Woher hat er das jetzt gewusst? Das hört man, glaube ich. Aber der hört doch nicht die Seite. Ich weiß nicht, wenn du direkt davor stehst vielleicht. Hier ist eine Castle-Wand, ist doch traurig. Die Ladung ist fertig. Doch, ich war hier ich oben. Ich plante. Blendgranate. Das war ja eine geile Idee, oder? Okay, Ivana ist da. Dann decke ich hier zum Gang. Aber das letzte ist da hinten eigentlich auch trotzdem. Der ist hier bei mir irgendwo, war der. Ich hab mich mit dem gebettelt. Ivana ist tot, okay. Ich verhalte mich einfach mal ruhig, falls ihr weggeholt werdet. Kann ich hier als Überraschungsjoker aus der Ecke kommen. Gegner eliminiert, eigener Truppe. Ey, das war gar nicht so doof, ne? Die haben alles zugecastelt, da konnten wir schön die Ecke für uns freimachen. Ja. Ja. Genial. Die kleben halt Backup vor Backup. Ja, wenn alles schief geht. Ja, aber zumindest noch eine leise Hoffnung. Da haben wir noch die MVP-Claimer, die haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Weil die rennen dann meistens, wenn sie den letzten weggeholt haben, rennen sie meistens ohne Hirn einfach hin. Ne? Das ist, da achten sie auf nichts mehr. Das hatten wir schon oft. Mhm. Und ich habe dann immer gerade Angst, wenn ich alle weggeholt habe und das Ding liegt schon, dass da immer noch eine Claimer oben liegt. Komm, wollen wir Fetch oder willst du, dann haben wir mehr Chancen, falls sie nochmal unten hingehen sollten. Ja, machen sie bestimmt nochmal. Ja, aber Fetcher, ich nehme lieber Jing, da habe ich nämlich eine Claymore. Weil das kriegst du, das kannst du vergessen, wenn die einen haben, der da irgendwie... Ja, aber jetzt werden wir Hibana unvermeiden. Bände drum hackt, dann kannst du es vergessen, ne? Ja, wir können... das Problem ist, das haben wir schon mal gehabt, dass wir einen, dass wir auf beiden Seiten gebreached haben, also Hibana links, Thermit rechts, und dann hat er... Ja, trotzdem zwei Dinge eingeschaltet. Beide weggekriegt in der Zeit, ja. Das ist nicht Keller. Nee. Okay. Dann ist wahrscheinlich Schlafzimmer. Ja, Küche hatten sie ja gewonnen. Bleibt ja nur noch Schlafzimmer oder Bar. Aber Schlafzimmer ist es, glaube ich, klingt so. Bar nehmen die wenigsten, witzigerweise. Ah, es ist Schlafzimmer. Das Fenster schon wieder aufgemacht. Mhm. Einsatz in 5 Sekunden. Bombe gefunden, gelangt zu ihrer Position. Ist ja wichtig. Von der Valkyrie Cam ist rausgeflogen. Die ist wohl hier hingeflogen, ne? Oh, find die mal. Ja, fuck. Ich treffe auch nix. Brille anziehen. Da hat einer unten die Dings aufgemacht, wo du dir die Claymore hingestellt hast. Okay. Aber die Claymore steht noch. Gleich analysiert die Elektronik. Gleich geht das Licht aus. Hat sie weggeschossen. Ja, ja. Ich hätte ihn mal gespottet.
Planting. Entschärfer ist online und aktiviert. Ein Gegner verbleibt. Ja, Igel, boah. Hörst du mir genau vor die Fresse. Ich habe natürlich nicht durchs Geländer schießen können. Mein Gegner natürlich sofort. Und die übrigens auch. Tja. Das sind massivste Strahlträger, Junge. Ja. Für so ein Geländer. Ja, aber nur bei uns. Nur bei uns. Wohin? Oh, also wir dürfen nicht, verteidigen. Ey, nicht Weinkeller, ey, bloß nicht. Nö, nö, nö. Bound Gaming, würde ich auch sagen, ja. Die klappt nämlich richtig gut. Die... Nein! Der Typ klappt mir immer mein Operator. Ich raste aus, ey. Mit Bandit geht's aber auch. Ist nur so praktisch, wenn man da oben in der Luke ist, auch direkt die Fallen da unten reinzuwerfen. Die Bomben schützen. Gunnar, öffnest du direkt mal die Luke im Kackraum? Zeit für einen Schuss. Danke dir. Dann. Ich dachte, hat irgendeiner verstärkt oder so. Standort der Bombe in Gefahr. Kommen wir dazwischen auch auf, ja, ne? Ja, ja, das können wir auch fahren. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit. Mal eben hier mein Stromi dran. 5 Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ich hasse es, wenn du hier das Fenster aufmachst und da so ein Stück Holz hängen bleibt oder so. Lade neues Magazin. Hier waren sie. Haupteingang oder was? Scheint so. Wurde gerade gethatchert irgendwo, ne? Aber ich würde sagen, Gunnar, solange wir nicht müssen, halten wir die Stellung, ne? Ja. Vom Gang aus oder wo? Nee, 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 von gegenüber, von diesem Vordachding. Okay. Oben sind die. Oben drüber. Im Schlafzimmer kommen drei. Na, ganz toll. Hier ist mich immer. Boah, hast du mich jetzt erschreckt. Die laden uns zum Spielen ein, hörst du? Bleib mal hier oben. Irgendwo ist was getroppt. Ja, der Gunnar ist gerade gedroppt. Ibanas.
Alter, wie kann nach drei Schüssen meine Waffe leer sein? Ich kann den kriegen, ey, fuck! Scheiße, der Thermite ist oben die Treppe hoch. Der hat eine Thermite-Ladung gesetzt. In der Bar war einer drin. Ja. Die Gegner haben einen Entschärfer eingesetzt. Er muss zerstört werden. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Scheiße. Oh Gott, wie kann man da nicht im Visier ums Loch gehen, sondern erstmal hinrennen, sich dann hinhocken und dann irgendwann noch ins Visier gehen? Oh Gott, den hätte er da 10 Mal haben müssen. Ich hätte den vorher schon haben müssen, ey, wie der seine Thermite passiert. Ich war in der Bar, komm um die Ecke, schieß 3 Mal und die Pistole ist leer. Wie geht das? Sonst hätte ich den gehabt in der Bar. Hast du vielleicht vorher schon geschossen gehabt oder so? Ich hab da nachgeladen. Hat er das irgendwie abgebrochen oder irgendeine Kacke oder? Oder der Nachladebug ist da, muss man drauf achten. Ach, so behindert. Deswegen haben wir jetzt die Runde verloren. Den hätte ich locker gehabt und da hätte ich die Küche verteidigen können, die Bar verteidigen können. Oh, Küche und Trophy, Alter, das ist so. Ich weiß auch nicht, ob das gestern wird. Dann müssen wir gucken. Die Bomben schützen. Tja. Oh, 10 Sekunden, geht schnell wieder nach unten. Verstehe ich gar nicht, wenn ich von A nach B renne, sind 10 Sekunden überhaupt keine Zeit, weißt du? Aber wenn ich 10 Sekunden einen Spot halten muss, schleicht die Zeit, als wäre es überhaupt nichts. Haltet Ausschau nach Gegnern, die eure Bomben entschärfen wollen. Ist ja geil, ich wurde hier gedroht, beziehungsweise es wurde hier gedroht, aber man hat nicht in meine Richtung geguckt. Jetzt aber. Ich habe unten die Garage ist auf. Haben eine Bombe gefunden. Verteidigt sie. Ausgefenster Trophy sind sie wohl. Taten sind mehr wert als Worte. Ich glaube, die sind im Schlafzimmer. Alter! Ja, die haben sich die Küche aufgemacht im Schlafzimmer. Ja, von oben kam eine Bug runter und hat mich weggeschrotet. Das ist eine 11 Schuss, dann nach, genau. Alter, unsterblich ist der, unsterblich, Gunnar. Bringt über dir ist ein Breach. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Ich hasse diesen Spot, der ist so behindert, ey. Das ist der beschissenste Spot auf der ganzen Map, ey. Mission gescheitert. Ein bisschen Jockey, den melde ich mal, ne? Hab ich schon gemeldet. Hat zwar ein geiles LAA-Spiel, aber das war's doch schon. Na gut, deswegen jetzt auch sehr reingerannt, aber trotzdem. Ja,
Doch während er durchgehend schießt, rennt man genau dahin, wo die Kugeln langfliegen. Ne? Ich meine, wie blöd kann man sein, ne? Das war auch unser Terrible, ne? Hm. Griefing melden, weil er Scheiße gespielt hat. Echt, ey, Weinkeller. Nee, dann nehme ich lieber wieder Bar. Wenn ich wieder meine Pistole leer ist, überraschenderweise. Wow, Mann. Klappt es vielleicht auch besser. Oh Gott, ey. Seuche hier in der Runde. Die Bomben schützen. So, falls Haupteingang kommt, da schmeiße ich schon mal eine Gummi hin. Freue ich mich schon mal drauf. Neue Kameraübertragung läuft. Barrikade errichtet! Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidigt sie. Die Gold ist sicher! 10 Sekunden. Nadeln bereit! 5 Sekunden. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Sind alle hier oben jetzt, ey. Alle. Die Luke über der Bar müsste man vielleicht sogar unverstärkt lassen, dass man die aufmachen kann. Wenn man hier oben dann nämlich gehalten kriegt und irgendwie zurück muss oder unten ein bisschen mit absichern. Könnte das hilfreich sein, ne? Das stimmt. Wenn man hier oben nicht gehalten kriegt, hat man eh verloren. Falls einer hier hochklettern sollte, hat er auf jeden Fall eine Gummine drin. Weil ich habe direkt eine Gummine auf die Spitze der Treppe gelegt. Hier unten ist alles ruhig. Dann schmeißen wir hier noch einen nach dem Radar rüber. Tittstrohne, die habe ich. Das ist gut. Jetzt geht los. Das Fenster haben sie aufgemacht. Wurde entdeckt. Ich auch. Ist hier oben bei uns eine Drohne, oder? Der Jockey ist schon mal tot. Ich guck gerade mal, ob hier oben ist. Ich sehe zumindest keine. Da ist einer. Wo war sie? Da. Okay. Neue Drohne. Drohne hoch. Twitch-Drohne. Wurde für ganz gute Fenster aufzulassen. Ich hab die Twitch-Drohne. Okay. Hä? Ist die Tür hier? Wo war das? Das Fenster. Hier bei uns. Unten. Das ist nicht gut. Ich glaube, direkt das Fenster unter mir war das, ne, Gunnar? Ja. Hier oben ist einer bei uns an der Tür. Oh Gott. Schon war das zu spät. Oh, hier ist noch einer, kommt die Treppe hoch. In dem Moment, wo ich die Panna weghole. 15 Sekunden noch. Twitch. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Die springen unten auf. 5 Sekunden. Brauchen nur noch Twitch. Wollten die hin? Wollten die Feierabend machen oder was? Anscheinend. Dienstschluss! Ciao! Aber unser. 8 bis 4. Boah, weiß ich, unser Kombi hier, der ist auch so ein. Weiß ich nicht. So. Das ist die Frage, jetzt haben wir Verlängerung. Gerade nochmal, oder? Meinetwegen, hat gut funktioniert. Einmal mehr, einmal weniger, ne?
Na, ich sag jetzt der Matchball, ob es funktioniert oder nicht. Garage, ihr könnt uns mal. Garage ist just for noobs. Na, ist nur für diese Stromschieter. Ist so lächerlich. Ja, die zwei rasten gerade aus, der Combination Terrible Boy unten im Chat. Ja, gut, dann melden wir die schon mal. Beleidigen den Chat. Ach, den anderen habe ich schon gemeldet. Ja, das ist alles gut. Dann lasse ich die unverstärkt, die andere Luke hier, ne? Dann können wir ja runtergehen, wenn wir das. Ja. So, jetzt kann doch keiner mehr zumachen. Wand ist verstärkt! Ach, ist direkt aufgemacht, ja gut. Ja. Ja, das weiß man bei denen halt nicht, ne? Können wir die Wand noch aufmachen dazwischen? Ich hab nix. Ja, auch nix. Ich leider auch nicht, nee. Zumal ich jetzt hier schon verteidigen muss, hier oben. Die was aufmachen? Die Wand dazwischen. Achso. Nein! Wo war der? Ah, vom Helipad aus, durchs Fenster irgendwie, ja, am Arsch. Oh, das ist hier bei mir. Ach nee, das Fenster war ja auf. Wieso waren das Fenster auf? Weil die es aufgeschossen haben. Ah, sag doch sowas. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, ich war zu sehr in voll was Anfrage vertieft. Gift platziert. Ich bin zu schwach. Okay, Spielzimmer ist noch alles zu. Schlafzimmer ist einer. Voll warten. Schlafzimmer habe ich. Ja, schön an dir, voll war. Oh, meiner Treppe. Oh, ja, ey, in dem Moment, wo du es sagst. Ey, schon wieder der, ey, der gibt mir einen Sack. An der Treppe zur Küche hier runter ist einer, Igel. Das ist der letzte. An der Treppe zur Küche kommt oben zu dir, Igel. Mhm. Ist am kleinen Office. Sehe ich nicht mehr. Ich gehe mal lieber hier weg, weil die hat einen Winkel, falls er durch die Wand ist. Ah, der ist draußen auf diesem Vordach. Deswegen bin ich da weggegangen. Unten Haupteingang. An der Tür ist er. Schlägt die Tür auf, Haupteingang. Hm, da ist eine Gumi, der läuft jetzt mal rein. Okay, ja, Drohnen. Das tun wir nicht pingen. Drohnt in die Bar rein. Läuft nach Süden. Läuft weg vom Haupteingang Richtung Südosten irgendwie. Draußen? Ja. Ich glaube, außen rum zum Spielzimmer. Ja, ich glaube auch das. Okay, bei A, bei A am Fenster. Bei A am Fenster, okay, bei dem Kleinen, was schon aufgeschlagen ist. Ware zum Beispiel. Psst, ich höre nichts mehr. Er ist an der Ecke zwischen Tür und Fenster draußen noch am Ping. Er droht. Hm, da kriege ich ein bisschen Gummi nicht mit. Er kommt hoch, die Treppe. Oben, er ist oben. Das Ding kommt zum Fenster, ist am Fenster. Ist wieder runter. Kommt wieder die Treppe hoch. Ist oben. Yes, gute Ansage. Alle Gegner eliminiert. Oh. Ich auch mal, ey. Der ist noch nicht sauber. Da hatte ich in dem ersten... Der ist beim nach hinten laufen irgendwie runtergefallen, glaube ich. Oder so. Aber siehst du, das ist ein Level 42er, da weißt du schon, dass... Scheiß. Dings ist. Der Level 30er ist kein Smurf. Ich möchte dieser Gricki mit 07. Ja gut, das ist auch okay. Ich meine, wenn man noch nicht so viel gespielt hat, das passt das ja alles. Vielleicht ist es ein Ungerankter, dass er einfach reingemischt wurde, um zu sehen, wo er steht oder so. Ja. Ja, aber der Bäcker, das kannst du selber nicht. Oh, mein Herz, ey, das war jetzt so knapp. Ich darf jetzt hier nicht verlieren. Ja. Oh, wir greifen an. Ich will gar nicht wissen, was die anderen da im Chat rumgespammt haben oder rumgekeift haben. Ich hätte die ja gemutet. Ja, ich auch. Chat ist eh aus. Ne, gemutet habe ich sie nicht, also da kam nichts. Chat kam auch. Oh, du hast recht, ne, gemutet habe ich auch nicht, okay, dann. Ich kann den Gunnar gar nicht muten. Kein Mikrofonsymbol. Doch, bei mir schon. Wir müssen eigentlich. Das haben wir schon öfter gehabt, dass manchmal einer ein Mikrofonsymbol nicht hat oder so, das ist irgendwie ganz strange. Stimmt wieder Küche. Ja, Keller sind sie nicht.
Aber Küche ist echt scheiße, die greifen wir da an, ey, das ist so behindert. Ja, natürlich sind sie in der Küche. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Oder man muss doch versuchen, Trophy irgendwie reinzukommen oder so. Wenn man ein bisschen droht und koordiniert, und weil die rennen ja auch weg. So viele sind da ja nicht. Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Also wenn man ein Trophy kriegt, und oben muss auch einer decken. Wenn die springen dann oben immer raus. Juckt sich alle hinter die Bombe. Irgendwie am besten kommt es auch Lagerfeuer oder so. Oh. Na, ich kann ja draußen denken. Nein, ich bin verklickt. Scheiße. Ganz falschen Seite. Na, ich laufe einmal eben rum, soweit es ist. Der Terrible Penner hat gerade eine Granate geworfen auf uns. Griefing? Ich kann ihn gar nicht mehr melden. Ich hab den schon gemeldet. Ja. Idiot ist. Oh, ich wurde entdeckt, das ist aber nicht gut. Aber die Kamera noch da. Ja, hier oben ist eine Valkyrie Cam. Ich hab's ja. Okay, sehr gut. Okay, einer liegt am Ping. Der liegt am Ping. Und einer ist, wenn man zum Fenster reinkommt, hart links auf dem Emporen. Da kommt C4 geflogen. Alter! Das ist nicht wahr. Liegt direkt hinterm Fenster. Mal mitgegeben, warum liegt der nicht? Da war wieder nur der Kopf, ey. Es ist. Das ist echt nicht wahr, ey. Hier ist auch einer. Oben, oder? Nee. Im Küchenfenster. Anderthalb Minuten noch, Leute. Buck hat gerade vertikales Gameplay gemacht. Der macht gerade den ganzen Boden nach oben. Bettelt sich mit einem, der hier unten ist. An dieser Seitentür ist einer irgendwo. Den hat er. Maestro, wo war das? Der ist schon mal weg. Kannst du nochmal reindrohen, Volver? Drohne bereit. Ich höre zumindest. Doch, hier ist irgendwo einer im Raum. Der liegt. Am Fenster, in der Küche ist immer noch einer. Dahinter das Fenster ist selbst frei. Nee, der Raum ist frei, Gunnar. Was ist mit dem Loch zur Küche? In der Küche ist einer. Ja, da. Valkyrie, da. Die ist weg. 35 Sekunden. Die ist hinten. Hinten liegt noch einer. Warte, Gunnar, genau. Leider keine Tür. Nur noch ein Gegner übrig. Okay, ruhig bleiben. Nur noch Legion. Nur noch Legion. Entschärfer beschützen. Hier bleibe ich. Ich bleibe hier. Ja, ja, verteidigt nur. Ich weiß nämlich nicht, von wo der kommt. Keiner. Ich habe hier gelegen, nicht gestanden. Bar and Gaming, best spot ever. Ja, ja. Shut the fuck up, schreibt der Terrible Old Boy. Okay. The Snoops. And report. Jo, ich habe mir nicht viel geleistet. Oh, Gold 2. Gold 2, jawoll! Ich auch. Silber 1. Oh, ich kann Champion schon sehen. Was ist da los? Ja, das wird auch beim Sehen bleiben, ne? Ja, das kann sein. Der Terrible ist Gold 2 in der Treffer! Anzahl 1. 3%? Ne, nicht getroffen. Ja, der Terrible, ey, komm. Der kann doch überhaupt nichts. Der hat links in die Tasche gesteckt hier. Ich weiß gar nicht, was der hat. Wir haben das Ding doch gewonnen. Ist ja nicht so, als hätten wir es unbedingt gewollt und hätten es dann verloren. Da würde ich es ja verstehen. Ja, wir haben zweimal gewonnen, einmal verloren. Das eine Mal verloren, das war auch nur irgendwie, keine Ahnung, was mit meiner Pistole war.